Sag mal, Jan, du bist der Spezialist für Luft-, Raum-, B- und Entlüftungsanlagen. Früher gab es Häuser, da war sowas überhaupt nicht vorhanden. Ich kann mich erinnern, vor 40 Jahren, fünfstöckiges Hochhaus, da waren so ein paar kleine Luken drin im Bad und in der Küche. Es hat sich ja viel getan. Was sind denn die Vorteile heutzutage mit einem System B- und Entlüftung? Wir bauen heute immer dichter. Das ist der Unterschied zu früher. Und das hat mit der Energieeinsparungsverordnung zu tun. Wir leben also in einem Marmeladenglas. Gleichzeitig sind die Hausbewohner meistens tagsüber auf Arbeit. Das heißt, das, was wir von früher kennen, einfach das Fenster auf Kipp zu lassen, das reicht nicht, um einen Luftaustausch herzustellen. Gut, So. das macht man auch eigentlich gar nicht mehr, weil du nämlich sonst Angst haben musst, dass abends dein Monitor verschwunden ist, Jo, ja? das gibt es sicherlich auch so. Und dann nimmt man aber dieses Prinzip und sagt, es gibt Räume, da wird kontinuierlich Luft abgesaugt, also Bad, Küche, Unterdruck. Und dann gibt es Räume, da wird kontinuierlich Luft zugeführt, nämlich Wohnzimmer. Und über den Flur beispielsweise tauscht sich das aus und zwar weit mehr als nur Fenster auf Kipp. Gleichzeitig habe ich den Vorteil, dass in den meisten Fällen über 90% Wärmerückgewinnung passiert. Das heißt, dieses geflügelte Wort, ich werf die Wärme zum Fenster raus, das gilt auch nicht mehr. So. Und es ist ein ganz anderes Wohlfühlklima damit möglich. Und man kann das natürlich kombinieren, beispielsweise mit Frischluftansaugung von draußen, die, wenn ich es rein haben will, mit Vorfiltern mache. Und wenn ich es dann noch sauber haben will, auch mit euren Luftreinigungskomponenten, dem neuen VistaClean. Im Übrigen, das wurde ich jetzt noch mal gefragt, wie bringt man das denn auf? Weil das Prinzip ist ja eigentlich, dass wir das immer mit so einer Sprühdose, aber ich habe jetzt nicht vor, den Raum mit so einer Sprühdose überall rumzulaufen. Wie macht man das denn nochmal? Gut, dafür gibt es spezielle Systeme zum Vernebeln. Ah, Ja, okay. es wird elektrisch gemacht. So eigentlich so zu vergleichen wie in der Diskothek in unseren Jahren, wahrscheinlich 40 Jahre zurück. Ja. Nebelmaschinen, die man von den Bühnen kennt auch. Verstehe ich. Und dieses Prinzip wird benutzt. Das heißt also, die Luft wird als Transporteur benutzt. Das Material wird vernebelt und gelangt so in den gesamten Kreislauf der B- und Entlüftungsanlage hinein. In die Räume und in alle Ecken Ganz und genau, in genau. jede Ecke, Kante, unter der Couch, hinter Ja, dem ja, Fernseher ja. und es kann dann dort wirken. Und ja, das ist also eine relativ einfache Anwendung. Eigentlich sogar intensiver, als wenn ich mir das mit einem normalen Putzauftrag vorstelle, weil du kommst ja gar nicht in diese Ritzen und überall rein. Nein, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Putzfrau nimmst, die reinigt, Ja. und da muss man ja ganz groß die Fragezeichen oben drüber stellen. Und wer reinigt die Luft? Da hast du recht. Ja, Wer putzt die ja, Luft? ja, ja. Mit der B- und Entlüftung filtert ihr Ja, von der Außenluft her, ja, aber ja. die Luft in der Zirkulation im Raum Ja. ist ja noch schmutzig, weil permanente auch Emulsionen aufgenommen werden. Und die Fragestellung ist, wer reinigt die Luft? Und das ist die neue Wunderwaffe VistaClean, mikrobiologische Luftreinigung. Die man dann großflächig, was wir bis dato nur immer hatten für Krankenhäuser oder für große Büros und so, jetzt auch für Mietwohnungen oder auch das Einfamilienhaus. Ja, vor allen Dingen ist es auch so, zum Beispiel bei einem Neubezug Ja. in Häusern oder in Wohnungen, die vielleicht einen Eigengeruch durch die Vormieter hinterlassen haben, durch starke Raucher Ja. oder Ah ja, Haustiere, ist genau. es auch möglich, so Räumlichkeiten komplett durchzusanieren, die dann komplett geruchsfrei werden Ja. und für den Nachmieter natürlich einen wesentlichen Vorteil mit sich bringt in Komfort sogenannten und reinen Lebensqualität. Räumen, in reinen Lufträumen, Ja. dann sich wieder niederzulassen. Ne? Ja. Wenn ich mir jetzt den klassischen Handwerker vorstelle, der hat ja überall quasi zu tun und nicht überall ist übrigens eine Lüftungsanlage eingebaut. Und wenn dieser Handwerker, ich denke jetzt einfach mal so rum, andere Räume wie der fährt in seinem kleinen Transporter zum Kunden. Und da fällt ihm jetzt so eine Kakaomilch um. Wunderbar. Und im Ernst? Eigentlich nicht, weil das stinkt ja wie Hölle und das kriegst du normalerweise mit diesen kleinen Duftkügelchen oder sowas überhaupt nicht raus. Wie wird man das mit? Also der Worst Case ist ja das Auto, Kofferraum,
ob der Handwerker oder die Frau nun vom Einkaufen kommt und da geht die Milchtüte oder irgendwie ja, Milch geht genau. kaputt, dann entstehen so Gerüche wie Buttersäure oder Milchsäure. Die kriegst du eigentlich gar nicht mehr aus dem Auto raus. Ja. Du kannst da so alle möglichen Mittelchen von der Stange nehmen, die versuchen, den Duft zu übertünchen. Ja, als wenn man mit einer schwarzen Farbe weiße Flecken übermalt. Genau. Aber du hast das immer noch da. Und das kommt auch irgendwann durch, weil die modernen Duftbekämpfungssprays sind eigentlich Produkte, die diese schlechten Gerüche eigentlich nur einfangen. Ach so. Aber die bleiben dort. Und irgendwann sind die auch gesättigt und dann fängt es wieder an zu stinken. Du hast einfach das Problem, dass wenn der Gestank im Material drinne steckt und du nicht die Möglichkeit hast, das mit dem Hochdruckreiniger auszupusten, gibt es immer wieder Ausdünstungen. Und jetzt gibt es einen ganz, ganz gravierenden Unterschied zu dieser mikrobiologischen Reinigung und auch Geruchsbekämpfung. Okay. Du kannst das in einer Handpumpe, also sprich wie in einer Sprayflasche, mhm. auf die Oberflächen aufsprühen. Das kann auch sein, dass man das zweimal oder dreimal machen muss. Aber durch die Mikrobiologie wird der Geruch komplett entfernt. Das heißt, es wird komplett aufgefressen. So muss man es eigentlich sagen. Es ist nachher nicht mehr im Material drin. Das heißt, es kann von diesem Fußbodenteppich im Auto oder Polster nach ein bis zwei Tagen Behandlung, also sprich mal ein oder zweimal sprühen, das Material muss ein bisschen feucht bleiben, damit es wirken kann, es ist wirklich nichts mehr vorhanden. Es ist komplett frei von Gerüchen. Und du kannst es auch hervorragend verwenden, wenn man Haustiere hat. Ja, Jan, wir haben hier über viele Sachen jetzt gesprochen, ja. Und der Handwerker, wenn der das sieht, der wird natürlich sofort zum Telefon greifen oder ins Internet, der sucht das Produkt. Ja. Wie kommt der Fachmann dann an dieses Produkt? Also zunächst einmal auf Westerflex-Seite gehen, respektive, da gibt es natürlich westerflex.com/shop und schon ist er da. Natürlich, wenn er Westerflex eingibt oder Westerclean, dann wird er auch eine Telefon-, eine Bestellrufnummer finden, je nachdem, wie er das gerne hätte.